Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal bzw. zu einem neuen Podcast für alle Podcast-Hörer. Links in der Videobeschreibung gibt es auf Spotify, Google Podcast und so weiter. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, denn wir haben heute sehr viel Programm. Und zwar Änderungen im Infektionsschutzgesetz. Das betrifft den Lockdown über Silvester. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ein Lidl-Teaser für dieses Jahr. Den zweiten schon auf Feuerwerk mit Produkten und Preisen sogar. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und ich würde sagen, dann starten wir auch direkt mal rein mit dem ersten Artikel hier. Wir machen heute auch noch ein paar Zeitungsartikel. Und zwar von WAZ. Stadt Essen prüft Böllerverbot an Silvester. Händler warnt. Hier wieder von Böllerverbot geredet, aber das ignorieren wir mal ganz gekonnt. Und zwar steht in dem Artikel, dass bei der Stadtverwaltung Essen ein Böllerverbot wieder im Gespräch ist, ausgehend von der Polizei bzw. den Polizeigewerkschaften, die das ja fordern. Aber es wird auch gesagt, dass so ein Verbot einzuhalten auch relativ schwierig wird, da es einfach zu wenig Polizeikräfte gibt, die die ganzen Verbotszonen dann sicherstellen. Außerdem ist der Schwarzmarkt für Polenböller auch riesig in Essen, steht hier noch. Und schon im vergangenen Jahr gab es durch das Verkaufsverbot explodierende Zahlen im Polenböllermarkt. Und da sind absolut gefährliche Artikel von Pyrotechnik, also nicht geprüfte Feuerwerkskörper und so weiter verkauft worden. Und was damit passiert, ist natürlich absolut schlimm und definitiv gefährlicher als mit legalem Feuerwerk. Also wurde jetzt endlich mal erkannt, dass ein Verbot von legalem Feuerwerk absolut den Schwarzmarkt befeuert und natürlich die illegalen Verkäufe deutlich steigert. Dann kommen wir auch schon zur Änderung im Infektionsschutzgesetz, wovon ich vorhin schon gesprochen hatte. Und zwar steht im neuen Infektionsschutzgesetz einiges an Maßnahmen und so weiter, aber auch die kleine Textstelle: ausgeschlossen sind aber die Anordnung von Ausgangssperren, Beherbergungsverboten oder die pauschale flächendeckende Schließung von Geschäften, Schulen, Gastronomie oder Sportstätten. Das bedeutet, es gibt höchstwahrscheinlich keinen Lockdown über Silvester und Weihnachten. Und das Ganze gilt bis März, bis zum 19. März 2022, also noch ziemlich weit. Und die aktuellen Maßnahmen, die werden nur noch bis 15. Dezember gelten. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Lockdown in eurem Landkreis habt, wird der nur noch bis zum 15. Dezember höchstwahrscheinlich gelten. Es sei denn, das wird nochmal geändert. Das ist natürlich nicht auszuschließen, dass es nochmal geändert wird, das Infektionsschutzgesetz. Aber das in einem Monat nochmal komplett zu überarbeiten oder ja eigentlich grundlegend hier zu ändern, das wäre natürlich relativ schwer. Und bis Silvester, ob das dann durchsetzbar ist, weiß ich auch nicht, aber das heißt schon mal, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass es dieses Jahr über Silvester und Weihnachten keinen Lockdown gibt. Es wird höchstwahrscheinlich dann Feuerwerk geschossen werden können am 31.12. Also ich weiß auch nicht, wie man das anders machen soll als ein Lockdown jetzt einfach, aber das ist schon mal gut. Das heißt, die eine Hälfte jetzt vom Feuerwerksverbot ist schon mal durch, das heißt, es gibt keinen Lockdown über Silvester. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten geilen Artikel beziehungsweise zum nächsten Teaserblatt von Lidl, und zwar im aktuellen Prospekt vom 6.12. bis zum 11.12. haben wir auf Seite 46 ein Teaserblatt für die Lidl Plus App, und zwar Feuerwerk ist da abgebildet. Wir sehen hier einmal das Fire Fantasy, die Casino Royale, wir lieben sie alle, die Casino Royale, und die Lord of Whistle darunter, natürlich wieder ein Euro teurer, weil die ist ja ohne Plastik. Aber was ich eigentlich sagen will, das bedeutet, man kann wieder Feuerwerk dieses Jahr reservieren, war ja eigentlich relativ klar, und Lidl rechnet definitiv mit dem Verkauf für dieses Jahr, das ist ein Top-Zeichen. Und wir sehen hier wieder, so geht's, über die Lidl Plus App einloggen bzw. registrieren, dann kann man am 6.12., also ab dem 6.12. geht's dann los, da erscheint das dann in eurer Lidl Plus App, dass ihr Feuerwerk reservieren könnt. Dann könnt ihr das bis zum 27.12. reservieren, und die Artikel, die da ausgewählt sind, also es wird nicht alle im Online-Reservierungssortiment geben, aber die meisten oder einige und auf jeden Fall die großen Verbünde. Und dann wählt ihr eure Abholfiliale aus und holt die Artikel am 30.12., nicht am 29.12., wo der erste Tag des Verkaufs ist, ab. Und dann habt ihr ganz entspannt euer Feuerwerk, was ihr schon reserviert habt. Also das ist wirklich gut, wenn man so einen fetten Verbund haben will oder so ein paar kleinere Artikel, die meistens schnell ausverkauft sind. Wenn die dann im Online-Sortiment sind bzw. im Reservierungssortiment, kann man sich die direkt reservieren und ist auf jeden Fall safe, dass man die dieses Jahr mitnimmt. Wir haben hier einmal das Fire Fantasy, das ist eigentlich auch ein Klassiker, schon ewig dabei, darunter die Casino Royale für 20 Euro, finde ich persönlich nicht gut, also 36 Schuss für 20 Euro, naja, muss jeder selbst entscheiden, 120 Sekunden Brenndauer ist länger als die meisten Verbünde für 20 Euro, also da kann man sich schon die Schussfolge ausmalen. Und darunter dann Weco Lord of Whistle Batterie, das ist die
Lord of Whistle mit Plastikkappen, bloß jetzt in plastikfrei, also mit so Papierkappen oder sowas müsste es sein. Für 1 Euro teurer, immer noch okay. Wer sowas mag, kann sich das gerne mitnehmen. Verteilt nicht mehr so viel Plastik. Finde ich eine gute Aktion von Lidl, finde ich echt toll. Ich warte immer noch darauf, dass jetzt endlich die Raketen Papierkappen bzw. Deckel oben haben und diese Papierschutzteile von der Zündschnur. Das würde ich persönlich sehr gut aussehen, weil Plastik ist da einfach unnötig, meiner Meinung nach. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr geil hier mit dem Lidl-Blatt. Und dann kommen wir auch direkt zum letzten Artikel für heute. Und zwar Feuerwerk, Raketenböller, was ist an Neujahr und Silvester trotz Corona erlaubt? Ein Artikel von Südwestpresse. Und zwar in diesem Artikel steht drin, diese Regeln könnten zwischen Weihnachten und Neujahr gelten. Und zwar steht hier, dass die Regeln wahrscheinlich am 9.12. entschieden werden, also am 9. Dezember. Dazu werde ich natürlich wie immer auch ein News-Video machen, also könnt ihr schon mal gerne Glocke aktivieren, damit ihr es nicht verpasst. Auf jeden Fall, da werden die Regeln dann von Weihnachten bis Silvester beschlossen, endgültig. Und im Jahr 2020 wurde es ja auch relativ knapp beschlossen, steht hier. Damals galt blablabla, wissen wir ja alles, aber ich persönlich glaube, dass es diesmal anders läuft. Ich glaube nicht, dass es wieder kurz vor knapp beschlossen wird, das wäre absoluter Quatsch, weil dieses Jahr hätte man ja wirklich Zeit gehabt, ewig Zeit gehabt, das zu sagen und da nicht so eine kurze Nummer noch draus zu machen. Also ich glaube nicht, dass das nochmal irgendwie geändert wird, hier das Sprengstoffgesetz, und wieder sowas wie letztes Jahr kommt. Auf jeden Fall steht hier weiter noch, dass es bisher noch keine Verordnung gibt und wenn es alles so bleibt, die Gemeinden aus Sicherheitsgründen so Verbotszonen und sowas einrichten können auf bestimmten Plätzen und so weiter. Aber Feuerwerk grundlegend, der Verkauf und die Zündung erlaubt sein wird. Außerdem steht noch, dass die Polizeigewerkschaften restriktive Böllerverbote fordern, und zwar, dass Feuerwerk ja angeblich viel zu viele Verletzte verursache, und der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft deswegen ein Verbot davon fordert, wissen wir alle, dass die meisten Verletzten an Silvester ja durch Alkohol und so weiter und den Folgen durch Alkohol und den Missbrauch von Feuerwerk und illegalem Feuerwerk entstehen. Also das ist schon mal relativ falsch, kann man sagen. Außerdem ist hier noch eine Umfrage. Mehrheit der Deutschen ist gegen privates Böllern. Also da habe ich schon ganz andere Umfragen gesehen. Angeblich wird hier von YouGov eine Umfrage gemacht, und zwar 60% sind gegen privates Feuerwerk, 29% befürworten es. Ich glaube das zwar nicht, dass es wirklich so repräsentativ ist, diese Umfrage hier. Es wurden ja auch schon andere Umfragen gemacht, auch große Umfragen, zum Beispiel von Pyroland. Da kam raus, dass 60% für privates Feuerwerk sind oder mehr. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall steht ja auch noch, dass Frauen tatsächlich mehr Feuerwerk befürworten als Männer. Also irgendwie ist mir generell diese Umfrage ein bisschen suspekt. Also was jetzt andere Umfragen gemacht wurden, finde ich, hört sich das ja schon ein bisschen seltsam an. Aber hier steht außerdem noch, dass der Deutsche Städtetag ein generelles Böllerverbot 2020 ablehnt. Ist auf jeden Fall gut. Ein solches Verbot sei nicht nötig, wird gesagt. Und Silvesterfeuerwerk gehört für viele Menschen einfach dazu. Das stimmt auf jeden Fall. Weko-Verkaufsverbot für Feuerwerk wäre ein Todesstoß. Definitiv. Also da kann ich auch nur zustimmen, man würde einfach wieder kurz vor knapp das beschließen, es hätte wieder die ganzen Transportkosten, Lagerkosten und sowas gegeben. Es wäre auf jeden Fall schlimm, wenn man dieses Jahr wieder ein Feuerwerksverbot beschließt für die Shops und für die ganzen Marken und auch für die Discounter, die daran beteiligt sind, für die Läden und so weiter. Genau, und das war es dann auch schon im Wesentlichen mit dem Artikel. Ein relativ langer Artikel, viele Informationen, war ganz okay, aber dann würde ich sagen, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und die neuesten News zu erhalten, wenn wieder neue News rauskommen. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.